Naja, ihr kennt das alle, wenn im Netz irgendwas gepostet wird und dann bricht der Schwall des rechten Hasses überall schreien. Und wir stellen uns immer vor, dass da ein Haufen geifernder Gorillas sitzt und wahllos. Nee, also wahllos ist das nicht und es ist auch kein Haufen Gorillas, sondern in Wirklichkeit ist es eine ganz gezielte Taktik. Die Leute von Reconquista Internet, für die sie heute hier ist, haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und werde euch jetzt im Detail darüber berichten, wie das ist. Film ab, denn es ist eine Aufzeichnung, wir waren vorher auf Film. Herzlich willkommen zum Vortrag Hinter dem Shitstorm: Strategie und Ziele der neuen Rechten im Netz. Mein Name ist Lea Richter und ich bin hier für Reconquista Internet. Hass melden. Bevor wir in den Inhalt einsteigen, noch ein, zwei Sätze zu uns. Reconquista Internet setzt sich seit 2 Jahren für mehr Vernunft im Netz ein und seit circa einem Jahr betreiben wir die Meldeplattform für strafrechtlich relevanten Hate Speech, hassmelden.de. Da haben wir mittlerweile circa 50.000 Meldungen bekommen und circa 16.000 Anzeigen daraus abgeleitet. Wir beobachten im Rahmen unserer Arbeit, dass sich bestimmte Dynamiken im Internet zeigen und dass insbesondere diejenigen, die Entscheider sind, noch nicht so richtig souverän damit umgehen. Davon profitiert vor allem die neue Rechte, die eben gelernt hat, diese Dynamiken für sich zu verwenden und damit Anhänger zu finden und ihr Gedankengut zu verbreiten. Das haben wir jetzt zum Anlass genommen, zu sagen, wir möchten uns mal damit beschäftigen, was hinter diesen Phänomenen eigentlich steckt. Denn ganz oft bleiben wir an der Oberfläche und nehmen Shitstorms wahr, nehmen Hassrede wahr und denken aber nicht weiter darüber nach, warum diese Dinge so systematisch verwendet werden, mit welcher Strategie man da herangeht und welche Ziele die neue Rechte damit verfolgt, wenn sie solche Mittel einsetzt, um ihre Politik zu verbreiten. Darum soll es heute gehen. Ich werde kurz darauf eingehen, wen ich eigentlich meine mit dem neurechten Netzwerk. Da könnte man 3 eigene Vorträge drüber halten. Das heißt, ich werde mich kurz halten, um dann zur Ideologie und zu den Strategien überzugehen. Wer sich dafür interessiert, kann ganze Bücher drüber lesen. Die ideologische Grundlage habe ich exemplarisch mitgebracht, um aufzuzeigen, wie das Weltbild entsteht und die Strategie zustande kommt. Man sieht sehr gut, welche Denker da vorangegangen sind, auf die man sich heute noch bezieht, und das hilft, auch die ganze Szene noch mal anders einzuordnen. Die digitale Strategie, die darauf dann einsetzt, die bestimmte Ziele verfolgen soll, soll heute der Hauptteil sein. Wir werden sehen, wie die neue Rechte gedenkt, ihre Ziele in die Tat umzusetzen, welche Instrumente sie dafür einsetzt. Und in der praktischen Umsetzung kommen wir dann zu den Dingen, die wir vielleicht auch in der Praxis schon mal gesehen haben. Das sind dann die ganz konkreten Maßnahmen, die gesetzt werden, um die Strategie eben sozusagen auf die Straße zu bringen. Abschließend würde ich gerne damit, was das für uns eigentlich bedeutet als Nutzer im Netz und wie wir uns dazu gut verhalten können. Wer ist jetzt das Neurechte-Netzwerk? Wir sprechen hier von einer Gruppe, die unter sich sehr stark vernetzt ist, die ein klassisch rechtes Weltbild hat. Sie möchte sich wahnsinnig gern selbst als intellektuelle Bewegung sehen, die nichts gemein hat mit neonazistischen Bewegungen aus den 90ern. De facto ist aber nur die Form anders, der Inhalt ist der gleiche. Das heißt, wir haben das gleiche Gedankengut, wir haben die gleiche Weltsicht und die gleichen Ziele im Grunde. Man gibt sich halt einen intellektuelleren Anstrich und möchte gerne jung und hip wirken und nicht so plump und schlägertechnisch, wie das mit den Neonazis der 90er verbunden wird, denn das scheint image-technisch nicht zu funktionieren. Man möchte diesen Aspekt also gerne kaschieren, dass man da doch einiges gemein hat. Die Leute inszenieren sich gerne selbst als eine Art Gegengewebung zum 68er Establishment sozusagen. Also man möchte sich gerne als Rebell sehen, als Widerstand und so weiter. Das gibt quasi PR-Punkte und man kann kommunikativ damit gut dastehen. Man sieht sich auch gerne als große Bewegung, möchte so gesehen werden. De facto haben wir es hier aber tatsächlich mit einer verhältnismäßig kleinen Gruppe zu tun. Experten schätzen die Zahl der zugehörigen Aktiven auf circa 3.000. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Darauf werden wir im Vortrag immer wieder zurückkommen, denn die neue Rechte tut alles, um das zu kaschieren, beziehungsweise um die Nachteile und Schwächen, die daraus für sie erwachsen, verzweifelt zu kompensieren. Wer gehört jetzt zu dem Netzwerk dazu? Das ist ein vielfältiges Bild. Wir haben
Verlage, wir haben Thinktanks, wir haben eine rechte NGO, die kleine Projekte finanzieren soll, wir haben ein Lifestyle-Magazin und wir haben natürlich den parlamentarischen Arm, die AfD, die versucht ganz gerne mal da etwas mehr Distanz hinein zu diskutieren in dieses Netzwerk. De facto sind die aber alle miteinander verbunden und die AfD spielt für diese ganzen Leute eine zentrale Rolle, denn alles Bestreben, was in Sachen Kommunikation passiert, was in Sachen Diskurs passiert, soll darauf rauslaufen, dass die AfD letztlich an die Macht kommt. Die AfD ist seitens der Szene der erklärte parlamentarische Arm, das erklärte Instrument, um im Land umzugestalten. So viel soll es erstmal gewesen sein zum Thema rechtes Netzwerk. Wie gesagt, man kann sich da Stunden mit beschäftigen. Wir wollen aber heute ein bisschen drauf schauen, wie sieht die ideologische Grundlage aus und was wird da heute mitgemacht. Ich habe jetzt exemplarisch ein paar Vordenker mitgebracht, die das verdeutlichen sollen. Das ist deshalb interessant, weil das Weltbild, das dadurch unter anderem entsteht, die Szene beeinflusst und stärkt in ihrem Vorgehen, in ihren Aktivitäten und in ihrer Strategie. Und wenn wir diese Vordenker kennen, dann fällt es uns leichter, die Tätigkeiten einzuordnen und besser zu verstehen, was da passiert, weil ganz viel von den Tätigkeiten, die eingesetzt werden, beziehen uns ein und beziehen ein, dass wir zu einem bestimmten Verhalten manipuliert werden. Und in dem Moment, wo wir uns dessen bewusst sind und wir besser verstehen, was da gemacht wird, können wir uns bewusst entscheiden, ob wir das mitspielen oder nicht. Wir kommen zu den ersten Denkern. Da fangen wir an mit den historischen Vordenkern. Da habe ich mitgebracht Carl Schmitt, der war ein Staatsrechtler. Er war aktiver Anhänger des NS-Regimes und fasziniert von Mussolinis Diktatur. Und er war Antisemit. Kernimpulse, die ich für besonders wichtig halte für die heutige Szene, ist, dass Schmitt Politik grundsätzlich als Freund-Feind-Denken gesehen hat. Und da also auch einfach schon ein Wir-Ihr-Wir-Die-Denken aufgemacht hat. Und im nächsten Schritt auch noch sehr intensiv geworden ist, als er beschrieben hat, wie er sich seine Gesellschaft vorstellt, nämlich in einem Zielzustand von Homogenität. Das heißt, man soll hier möglichst gleich sein in der eigenen Gesellschaft. Und das beinhaltet für ihn explizit, so formuliert, auch die Ausscheidung und Vernichtung des Heterogenen. Also sowohl in der Schärfe der Sprache als auch in der Beschreibung, wie er hier mit unterschiedlichen Ethnien oder Völkern umgeht, wird das schon sehr deutlich. Und es ist, denke ich, auch schon sehr greifbar, welche Inspiration dieses Gedankengut für heute weiterhin ist. Schmitt glaubte an einen Überlebenskampf zwischen den Völkern und ich würde ihn heute einordnen als eine geistige Grundlage für das Politikverständnis. Der nächste Kopf ist Armin Mohler, Jahrgang 1920, war Publizist, Holocaust-Verharmloser mindestens bis Verleugner, Gründungsunterstützer der Partei Die Republikaner. Auch da sehen wir also schon, aus welcher politischen, gesellschaftlichen Ecke er kommt. Und die wichtigsten Kernimpulse für heute ist die Sicht, dass die Gesellschaft sei, das Herrschaftsverhältnis in der Gesellschaft sei links geprägt und dementsprechend seien die Rechten eine Rebellion, also die sexy Widerstandskämpfer sozusagen, die sich den Nimbus des Rebellen geben können. Also auch hier schon ein kommunikativer Schachzug, der verwendet wird. Er hat ab 1950 den Begriff der konservativen Revolution geprägt und wollte eine Wiederbelebung der völkischen Rechten relativ knapp nach dem Zweiten Weltkrieg hier erreichen. Er wird heute gesehen als Gründervater der neuen Rechten und er ist aktiver Förderer gewesen von Alain de Benoist, zu dem wir jetzt kommen, und Götz Kubitschek, der gleich im nächsten Schritt dran ist. Alain de Benoist, Publizist, Jahrgang 43, zeichnet sich aus durch Anti-Egalitarismus, und ist vor allem relevant für das kommunikative Vorgehen. Also er hat das Konzept der kulturellen Hegemonie von Antonio Gramsci übernommen. Ich werde das gleich nochmal im Konkreten erklären. Grundlegend geht es dabei darum, dass man annimmt, man kann gesellschaftliche, politische Macht herstellen, indem man den Diskurs beeinflusst. Auch kommt von Alain de Benoist die Vorstellung, dass es eine gute Idee sei, politische Inhalte kaschiert zu vermitteln. Da zahlen wir wieder ein bisschen drauf ein, dass man sich unter einem Deckmantel verbirgt. Auch da werden wir gleich konkrete Maßnahmen zu hören. Er prägte den Begriff der neuen Rechten und er ist auch der Erste, der den Begriff des Ethnopluralismus verwendet. Das ist ein rassistisches Narrativ, das im Grunde ein intellektueller Deckmantel für das 90er-Jahre-Neonazi-Konzept von Ausländer raus ist.
kommen wir auch gleich noch dazu. Das ist ein Begriff, der einem im Moment öfter begegnet in diesen Kreisen. Er ist einer der wichtigsten Stichwortgeber, insbesondere für die Kommunikation heutzutage im rechten Bereich. Renaud Camus, Schriftsteller, unterstützte den Front National, ist rechtskräftig verurteilt wegen Anstiftung zur Gewalt und sein Kernimpuls ist die Verschwörungstheorie des großen Austausches. Das ist etwas, das ist ein Narrativ, das so weit verbreitet ist, dass ihr das möglicherweise auch schon gehört habt. Das wird in der Szene hoch und runter gespielt, das wird auch massiv in den Diskurs eingepflegt und das wurde auch schon von mehreren Attentätern aufgegriffen, so wie in Christchurch und El Paso. Auch da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Die letzten beiden, die ich heute mitgebracht habe, das ist einmal Götz Kubitschek, Verleger und Publizist, Jahrgang 70. Sehr vernetzt in der Szene, spielt eine prominente Rolle, ist Berater der AfD, ist taktischer Impulsgeber und die wichtigsten Kernimpulse würde ich sehen, dass hier tatsächlich die Metapolitik systematisch als Machtgewinn gesehen wird, dass Provokation explizit als Kommunikationsstrategie empfohlen wird und konkret beschrieben wird, wie das zu machen sei. Und interessant ist auch, dass Götz Kubitschek eine Art Vorläufer der identitären Bewegung, der rechtsextremen Gruppe, zu der wir gleich mit Martin Sellner kommen, dass er da einen Vorläufer gebildet hat, mit aktivistischen Aktivitäten Aufmerksamkeit zu bekommen. Zu guter Letzt Martin Sellner, Jahrgang 89, Co-Leiter der rechtsextremen identitären Bewegung Österreich. Seine Kernimpulse sind sind Maßnahmen, die ich auch heute mitgebracht habe. Das ist Emo-Krieg und Infokrieg, ein generelles aktivistisches Vorgehen, um Aufmerksamkeit zu erlangen und eben das Spiel mit medialer Öffentlichkeit. Er ist quasi das junge Gesicht der Bewegung, der Posterboy, taktischer Impulsgeber und kommuniziert auch wahnsinnig viel. Also Blogposts, hier ein Interview geben, mit anderen rechten Influencern sprechen und so weiter. Der ist, hat eine große Plattform in der Szene. Ich habe eben schon ein paar zentrale Konzepte angesprochen und auf vier davon würde ich gerne genauer eingehen. Das erste ist der Ethnopluralismus. In Kurzfassung ist das eigentlich nichts anderes als die Aussage Ausländer raus, der Neonazis aus den 90ern. Das möchte man nicht, ne? Also ich habe es anfangs schon erwähnt, man möchte so tun, als sei, hätte man damit nichts zu tun und als wäre man viel kultivierter und intellektueller als diese Leute. Und deshalb hat man zwar dieselben inhaltlichen Konzepte, denn das Weltbild ist das gleiche, aber man braucht andere Begriffe. Und man nimmt jetzt einen schön klingenden Begriff wie Ethnopluralismus und stülpt das über dieses Konzept drüber, in der Hoffnung, dass es nicht auffällt. Ethnopluralismus bedeutet, dass die Rechten annehmen, verschiedene Ethnien könnten nicht friedlich miteinander zusammenleben. Und deshalb soll doch bitte jeder in seinem eigenen Land sein oder bleiben. Das wird dann perfiderweise noch erklärt mit, das ist ja zum Besten von allen. Ne? Also man tut so, als wäre einem das Wohl der anderen auch irgendwie am Herzen gelegen. Dabei geht es grundsätzlich nur um die eigene Gruppe, wie immer. Das wird bis auf die Spitze getrieben dahingehend, dass man sagt, naja, man ist nicht nur gegen Migration, man möchte auch Remigration fördern. Und da sind wir wieder bei Ausländer raus. Das heißt, man möchte alle, die man nicht zur eigenen Gruppe zählt, rauswerfen. So, und spätestens da sollte klar sein, was das für ein Gedankengut ist. Der große Austausch, eine hochrelevante Verschwörungstheorie, basiert auch ein bisschen auf dem Ethnopluralismus, denn hier wird davon ausgegangen, wenn Ethnien nicht gut miteinander in einem Raum leben können, dann muss es ja ein Problem sein, wenn eine Ethnie zur anderen kommt. Das heißt, wir haben Migrationsbewegungen und das wird dann interpretiert als Invasion. Damit ist der andere dann der Feind und der Feind greift mich an. Das rechtfertigt für mich dann sozusagen eine Verteidigung. Das heißt, was hier passiert, ist eine Täter-Opfer-Umkehr und eine vorauseilende Genehmigung zur Gewalt. Das klingt jetzt sehr drastisch, von einem sprachlichen Phänomen auf Gewalt zu schließen, aber genau das ist der Punkt, wo wir vom Wort zur Tat kommen, wo nämlich eine solche Geschichte erzählt wird, weil damit massenweise, insbesondere im digitalen Diskurs, Leuten erzählt wird, wenn ihr Migranten angreift, wenn ihr Geflüchtete angreift, dann verteidigt ihr nur euer Vaterland. So. Und diese Erklärungen finden dann auch tatsächlich statt, wenn Leute, die sowas gemacht haben, die Gewalttaten ausgeübt haben gegenüber Geflüchteten oder vermeintlich Geflüchteten, danach gefragt werden, warum hast du das getan?
gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, ja, ich wollte ja nur mein Vaterland verteidigen, weil die wollen ja hier dies und das und jenes machen. Das heißt, das ist ein hochgefährliches, hochtoxisches Narrativ, das tatsächlich zu Gewalttaten führt. Und es wird massiv gespielt in den Diskurs, es wird weit verbreitet und damit wird auch nicht aufgehört, nachdem wir jetzt mehr rechtsextreme Terroranschläge hatten. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dieses Narrativ. Die anderen beiden Narrative bzw. Konzepte beschäftigen sich eher mit Macht und Kommunikation. Kulturelle Hegemonie, eben schon mal kurz angerissen, ist im Grunde ein Konzept vom linken Denker Antonio Gramsci, das übernommen wurde von der Rechten und das besagt, wenn ich politische Macht erlangen möchte und die Gesellschaft umgestalten möchte, muss ich zuerst die Köpfe beeinflussen. Ich muss zuerst die Meinungen, Haltungen, Einstellungen der Leute beeinflussen, auf meine Seite ziehen, bevor daraus politische Tatsachen geschaffen werden können. Das Mittel der Wahl dafür ist der Diskurs, das heißt die gesellschaftliche Debatte im Allgemeinen. Da, wo wir drüber sprechen, was halten wir für richtig, was sind unsere politischen Werte, was sind die Ziele, was sollten wir als nächstes tun und so weiter. Dort findet das statt, dort wird Einfluss genommen. Und aktuell ist es vor allem der digitale Diskurs, weil dort die systematischen Schwächen der Szene ausgeglichen werden können. Da sprechen wir von allen davon, dass es eine laute Minderheit ist. Die Strategie, die Rechte daraus zieht, nennt sich dann Metapolitik. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wie genau das funktionieren soll. Die konservative Revolution ist eigentlich als ein anderer Begriff entstanden, als er heute verwendet wird. Und heute verwendet wird er in der Richtung, dass man sagt, Mensch, wir sind doch hier. Wir sind in einem ganz bösen linken Establishment sozusagen. Wir sind doch jetzt hier die Rebellen und wir sind der Widerstand und damit verkauft man sich dann selbst. Beide Begriffe in diesem Begriff konservative Revolution sind dadurch problematisch. Das eine ist einfach ein Verkaufen seiner selbst als die großen Rebellen, einfach nur weil das sexy klingt und Sympathiepunkte beim Publikum bringt. Das andere, das Konservative daran, ist ein Deckmäntelchen. Denn wenn die Rechtsextremen sich selbst als konservativ verkaufen, dann tun sie das, weil sie dadurch mehr Anschluss bekommen. Wenn sie mit der Tür ins Haus fallen und die Intensität ihrer radikalen Gedanken direkt als das zeigen, was sie sind, wenn sie sich zu erkennen geben als Menschenfeinde, als Rassisten, als Antidemokraten, als gewaltbereit unter Umständen, dann laufen die Leute weg. So findet man keine Anhänger, Gott sei Dank. Das heißt, sie verkaufen sich als Konservative, als besorgt, als kritisch, als jemand, der noch selbst denkt. Diese Zitate kennt ihr vielleicht von sozialen Medien, aus den Profilen. Und deshalb sollten wir solche Selbstdefinitionen nicht durchgehen lassen. Ein Rechtsextremer ist nicht einfach nur konservativ. Er versucht damit, sich einen Schafspelz aufzuziehen, um mehr Anschluss zu finden, um vielleicht doch noch eine Plattform zu bekommen, wo man ihn sonst längst rausgeschmissen hätte. Das war ein kleiner Schweinsgalopp durch ideologische Grundlagen. Ich habe keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich, welche Köpfe spielen eine Rolle oder Vollständigkeit daraufhin, was haben die alles gesagt. Es geht hier um einen exemplarischen Einblick darin, was sind so in etwa die Denkgrundlagen dieser Szene? Worauf beziehen die sich? Was sind das für Leute, mit denen die sich da so stark identifizieren? Und wenn man das hier einmal sortiert, dann bekommt man drei Säulen sozusagen. Wir haben hier bei den heutigen Inhalten einmal die inhaltlichen Grundlagen. Das ist einmal ein Wir gegen die denken, wo eine ganz klare Trennung gezogen wird. Dann wird schon gesprochen von der homogenen Gesellschaft, was, wie wir gerade auch gehört haben, auch gut schon zum Ethnopluralismus passt. Und darauf aufbauen die Verschwörungstheorie des großen Austausches, die, wie gesagt, eine Anleitung zur Rechtfertigung von Gewalt ist. Strategische Überlegungen beinhalten kommunikatives Vorgehen, also die kulturelle Hegemonie, sprich, wie erlange ich Macht im Staat. Die konservative Revolution, die Art und Weise, wie ich mich dann selber definiere, als rechte Bewegung. Die Provokation als Kommunikationsstrategie, um Schwächen auszugleichen und das Vermitteln politischer Inhalte auf schleichendem Weg, um nicht gleich als der Extreme aufzufallen, der man ist. Wenn wir in die Umsetzung gehen, kommen wir dann zu Begriffen wie Infokrieg und Emokrieg. Die habe ich jetzt noch nicht erklärt, denn da kommen wir gleich noch dazu. Das sind dann die Maßnahmen, wo sich es manifestiert. Metapolitik fasst das etwas zusammen und das aktivistische Vorgehen generell, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen.
Jetzt ist die Frage, was macht das Netzwerk jetzt mit diesen Grundlagen? Wir haben eben schon das Zitat gelesen, die Vordenker werden als Grundlage für die aktivistische Tätigkeit gesehen. Was will man denn eigentlich erreichen und wie gedenkt man dahin zu kommen? Und das ist ganz interessant, denn das Ziel klingt erstmal total plump, denn die neue Rechte will tatsächlich den Umsturz. Das kann man sich unter Umständen gar nicht richtig vorstellen, aber da wird fantasiert vom Ende des Staates, so wie er im Moment ist, vom Ende von demokratischen Institutionen. Jedenfalls wird die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier ihrem Ende herbeigewünscht und der Zielzustand beinhaltet auf jeden Fall die Ausweisung aller Nichtdeutschen, die Schließung der Grenzen, das Ende von Meinungspluralismus, Kunstfreiheit und Pressefreiheit, alles, was halt dabei stört, weil jemand anders ist, weil jemand anderer Meinung ist und man damit nicht umgehen kann oder will. Gewaltfantasien werden in größter Breite laut. Ihr habt sicher von entsprechenden Netzwerken gehört, die ganz, ganz explizit von Massenmorden fantasieren, die da Listen führen, die Waffen horten, Schießübungen machen und diese ganzen Dinge. Gewaltfantasien sind da sehr verbreitet. Und hier auch nochmal die Erinnerung, diese ganze Szene setzt ihre Hoffnung darin, dass die AfD einem Wahlerfolg zugeführt werden kann, damit diese Partei das Land so umbauen kann, wie sich die rechte Szene das in ihren Träumen vorstellt. So krass das klingt, so krass formuliert die Szene auch selber, was sie möchte. Wir haben hier nochmal ein Zitat von Götz Kubitschek, der das sehr exemplarisch formuliert. Er sagt, unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache. Nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. Das sollte uns alles sagen, was wir wissen müssen, wenn wir darüber nachdenken. Wo wollen die wirklich hin? Und in welche Richtung werden die sich entwickeln, wenn wir sie einfach machen lassen? Das ist also tatsächlich das Ziel. Das Ende des Staates, so wie er im Moment existiert, und eine Schaffung eines rechten Staates nach den eigenen Vorstellungen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man gedenkt, dahin zu kommen. Das Thema ist, dass wir immer noch von einer lauten Minderheit sprechen, die extreme Positionen hat, was es natürlich schwierig macht, Anschluss zu finden. Das heißt, die müssen sich jetzt wirklich Tricks überlegen, wie sie trotzdem Aufmerksamkeit und Machtgewinn bekommen. Und da kommt das Internet ins Spiel, und deshalb sprechen wir auch heute vor allem von digitalen Taktiken, denn das Internet bietet da verhältnismäßig mehr Einflussmöglichkeiten, als der analoge Raum das bisher tat. Und wie genau das aussieht, schauen wir uns jetzt an. Der Begriff Metapolitik, den habe ich ja eben schon ein paar Mal verwendet. Die Vorstellung in der Szene funktioniert wie folgt. Wir haben eine Minderheit mit einem Machtstreben, der aber gerade niemand Macht geben möchte. Ja, man hört ihnen nicht zu, man ist nicht daran interessiert, außerdem hat sie eine extreme Meinung, eine menschenverachtende Meinung, da möchte man eigentlich sich nicht mit beschäftigen. So. Diese Minderheit hat jetzt also die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Diskurs zu beeinflussen und muss dafür Tricks anwenden. Welche sehen wir im nächsten Schritt? Und wenn ihr das gelingt, dann entsteht nach und nach eine rechte Diskursdominanz nach der Theorie. Wenn der Diskurs also durchsetzt ist von rechten Narrativen, von diesen Ideen, den Vorstellungen, dann entsteht schrittweise eine Normalisierung und Enttabuisierung dieses Gedankenguts. Und dadurch fallen Hemmschwellen für andere Menschen, sich damit zu beschäftigen, sich dem anzunähern, sich vielleicht dann eher reinzudenken. Und wenn diese Hemmschwellen fallen, dann können als nächstes die Hemmschwellen fallen, vielleicht auch bei der entsprechenden Partei sein Kreuz zu machen. Das ist dann tatsächlich der Machtübertrag. Und da ist jetzt also die Vorstellung, wenn das erreicht ist, dann kann die AfD in eine Regierung gewählt werden. Dann kann sie anfangen, das Land richtig umzukrempeln im Sinne eines rechtsextremen Zielzustands. So ist diese Vorstellung. So kommen wir vom kommunikativen Verhalten einer Minderheit im digitalen Diskurs oder im Diskurs im Allgemeinen zu einer politischen Veränderung im Land. Das ist das, was die Rechte meint, wenn sie die Metapolitik von oben bis unten durchnudelt und als ihre zentrale kommunikative Strategie darstellt. Wie sieht das jetzt aus? Hier kommen wir jetzt zu Dingen, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Wir verlassen jetzt so ein bisschen die Unterwasserebene bei unserem Eisberg sozusagen und kommen zur Spitze, die sichtbar wird. Wie manifestiert sich jetzt diese Ausrichtung, dieses Vorgehen im Netz? Was genau zeigt sich? Das kann man ganz schön anhand von drei Problemen oder drei Schwächen auf dem Weg zur Geltungsmacht zeigen. Die erste Schwäche ist, dass die neue Rechte eine Minderheit ist und dadurch wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Das möchte sie kompensieren, indem sie die Gegenmaßnahme der kontrollierten Provokation setzt. Wir haben hier rechts ein paar Beispiele, die ihr vielleicht kennt. Das sind Beispiele, wo seitens der neuen Rechten selbst kommuniziert wurde oder wo Inhalte bereitwillig aufgegriffen und weiter verbreitet wurden, weil sie den eigenen Narrativen dienen. Was wird gemacht bei der Provokation? Man greift im Grunde zurück auf die aktuelle Dynamik des Medienzeitalters sozusagen. Man liefert genau das, wovon man weiß, die Medien werden sich sofort draufstürzen, die Öffentlichkeit wird sich draufstürzen, weil es provoziert Angst, es provoziert Wut, es provoziert Outrage und das wiederum produziert für die Medien Klicks und es beschäftigt uns auf Social Media. Also liefert man grenzüberschreitende und polarisierende Inhalte, die gerade so zwei, drei Schritte über der Grenze drüber sind, dann ist es spannend, dann ist es aufregend, alle regen sich auf, alle reden drüber und derjenige, der es veröffentlicht hat, bekommt ganz viel Reichweite. Es ist in dem Fall egal, ob die Reichweite negativ konnotiert ist oder nicht. Wer das Ding sieht, sieht das Ding und ist potenziell ein neuer Anhänger oder ein Unterstützer. Jedenfalls steigert es die wahrgenommene Relevanz der Person, die es veröffentlicht hat. Das heißt, die erste Ebene an Aufmerksamkeit, die ich dadurch bekomme, wenn ich das tue, ist die mediale Aufmerksamkeit. Die zweite ist die, wo wir als Nutzer reinkommen. Denn wenn ich mir anschaue, was auf Twitter passiert, ganz, ganz oft, zuletzt gesehen mit den Xavier Naidoo-Videos, ganz oft wird so ein Beitrag genommen, wo man sagt, Mensch, das ist ja richtig mies, das kommentiere ich jetzt mal und zeige meinen ganzen Followern, wie scheiße das ist. Das heißt, man setzt einen Retweet, setzt einen Kommentar drüber und hat damit seiner ganzen eigenen Bubble diesen Inhalt nochmal zur Verfügung gestellt. Auch darauf wird gezählt, auch darauf läuft gezielte Provokation hinaus, wenn man genau weiß, diese Reaktion wird kommen und die wird uns noch mehr Reichweite schaffen. Das ist die zweite Ebene. Was passiert jetzt, wenn diese Aufmerksamkeit geschaffen wurde? Inhalte, die sich vorher niemand angeschaut hätte, die vorher niemanden erreicht hätten. Gesichter, Inhalte, Organisationen, Ideen, Konzepte, Narrative werden verbreitet und erreichen Menschen, die davon vorher nie was mitbekommen hätten. Teilweise wird auch die inszenierte Selbstdarstellung komplett unkritisch übernommen. Und was daraus entsteht, ist, dass sich Leute damit beschäftigen können, dass neue Anhänger gefunden werden, vielleicht auch Spender gefunden werden. Auf jeden Fall eine große Verbreitung des Gedankenguts stattfindet. Das ist das, was nach außen passiert. Und nach innen ist es so, dass solche Aktionen, wenn sie im Sinne der Szene gelingen, also Aufmerksamkeit auslösen, den Rückhalt untereinander stärken und dieses Wir-Ihr-Denken nochmal stärken, weil die gegen uns, das schweißt uns in der In-Group nochmal stärker zusammen. Gerne wird hier auch mit Dog-Whistling gearbeitet, sprich man arbeitet mit Nachrichten, die für die normale Gesellschaft zweideutig klingen und für die eigene Gruppe ganz eindeutig rechtsextrem sind. Ein Beispiel dafür ist die Aussage vom Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Da kann man wunderbar gegenüber der Gesellschaft zwei Tage später zurückrudern und sagen, nein, 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 das habt ihr ja komplett falsch verstanden. Und ich erkläre euch das jetzt mal, wie es funktioniert. Die eigene Szene hat genau verstanden, was damit gemeint ist. Der Zugewinn an der Stelle, der Zuspruch ist abgeholt. Und im ersten Schritt, wo ich das gepostet habe oder gesagt habe, habe ich die Aufmerksamkeit. Dann habe ich natürlich gegenüber der gesellschaftlichen Gefahr eines Imageverlustes. Das heißt, da muss zurückgerudert werden. Aber der Vorteil ist, hier kommen wir zur dritten Ebene der Aufmerksamkeit. Da komme ich dann natürlich in die Position zu sagen, ja, wenn ihr mich jetzt hier nochmal eine Stunde in eine Talkshow setzt, erkläre ich natürlich gerne, wie aus meiner eigenen Perspektive, aus meinem eigenen Frame das gemeint war und warum ich hier eigentlich der Gute bin. Also hier habe ich dann auch nochmal eine Plattform. Drei Ebenen der Aufmerksamkeit durch eine Provokation. Das ist so ein bisschen der Grund, weshalb das systematisch verwendet wird und weshalb das auch funktioniert, weil bisher spielen wir alle artig mit. Das dürfte sich gerne ändern. Die nächste Ebene, die nächste Schwäche ist, dass die Gruppe radikal ist und dadurch das Wachstum erschwert ist. Wir haben eben schon mal angesprochen, dass die Rechte sich viel Mühe gibt, die Intensität ihres Gedankengutes zu kaschieren, weil sie weiß, dass so kein Anschluss zu machen ist. Wer direkt mit der Tür ins Haus fällt, dass er ein Nazi ist, der wird es deutlich schwerer haben, Anschluss zu finden. Sie wollen aber Wachstum haben, weil sie sind zu wenige, um wirklich was zu reißen. Entsprechend kaschieren sie sich. Das erschwerte Wachstum soll also kompensiert werden, indem man Emo-Krieg betreibt. Und was das ist, schauen wir uns jetzt mal an.
Emokrieg zielt darauf ab, dass man Wettbewerb durch Emotionen macht und nicht durch Fakten. Wenn ich jemanden auf der emotionalen Ebene erreiche und der sich mit mir identifiziert, dann wird es jemand, der versucht, den mit Fakten zu überzeugen und wieder von mir zu lösen, sehr schwer haben, weil mit Fakten gegen Emotionen anzudiskutieren wahnsinnig schwierig ist. Das zeigt sich auch generell so ein bisschen in der Art und Weise, wie generell argumentiert wird. Das ist ja sehr wenig faktenbasiert und sehr auf Outrage, auf Wut, auf ein subjektives Gefühl von ich habe doch recht. Das ist genau diese Ebene, von der wir hier sprechen. Diese Inhalte sollen emotionale Barrieren abbauen und nahbar werden. Es werden positive Identifikationsfiguren angeboten und teilweise wird sogar eine ganze Gegenkultur geschaffen. Also wir sprechen hier rechts, da haben wir ein paar Beispiele von Kochshows mit rechten Symbolen drin, von vermeintlich süßen Instagram-Fotos, wo Tiere drin vorkommen, Kinder mit Tieren spielen und die Kinder haben dann kaum merklich, haben sie dann ein Emblem einer rechten Organisation auf den Klamotten. Unten haben wir noch ein Beispiel eines rechten Rappers, da kommen wir dann in die Richtung Gegenkultur. Die Gegenkultur ist deshalb relevant, weil man hier versucht, für alle Aspekte unserer popkulturellen Welt, mit der sich jeder so in seiner Freizeit beschäftigt, ein Angebot daneben zu legen, zu sagen, guck mal, das ist das rechtsextreme Angebot dafür. Würde dich das nicht auch interessieren? Ne? Also um so eine Anknüpfungsstelle zu haben. Und zum anderen schafft man dadurch natürlich einen popkulturellen Raum, der so breit aufgestellt ist, dass jemand, der erstmal in der Szene drin ist, sich problemlos nur in rechtsextrem dominierten popkulturellen Sphären bewegen kann und dadurch weniger in Kontakt mit außen kommt und weniger die Gefahr läuft, dass jemand ihn hinterfragt und ihn auf die Idee bringt, selbst mal zu hinterfragen, wo er da eigentlich unterwegs ist. Das ist das Perfide daran und das ist über die sozialen Medien natürlich sehr, sehr einfach möglich. Wir haben hier schon Beispiele, ihr seht das, das ist von Instagram und YouTube alles. Und Martin Sellner sagt dazu auch, diese Einladung zur Empathie ist der schlimmste Feind der medialen Dämonisierung. Ein gutes Beispiel dafür sind rechte Influencer. Wie bereits bekannt beim Influencer-Modell sollen da Personen wirken, als sei, könnten sie meine Freundin sein oder mein Freund, die aussehen, als wären sie so aus dem echten Leben gegriffen, die nahbar sind, mit mir vielleicht auch über DMs kommunizieren, Privatheit vermitteln und erstmal Sympathie und Identifikation auslösen sollen, damit ich so einen Bond sozusagen empfinde. Und auf dieser Basis werden dann politische Inhalte kommuniziert. Weil wenn ich erstmal denke, das ist eine super Person, dann höre ich auch zu, wenn er anfängt, über Politik zu sprechen, auch wenn die Konzepte immer komischer werden. Das heißt, diese emotionale Verbindung wieder aufzubrechen, im Sinne der Aussage von Sellner von eben, das ist eine Herausforderung. Interessant ist auch, als wie wichtig das Influencer-Modell angesehen wird. Der ehemalige Co-Leiter der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs sagte, Metapolitik besteht nun darin, neue Influencer aufzubauen und etablierte Influencer zu überzeugen, um letztlich eine Verschiebung des gesellschaftlichen Klimas zugunsten der eigenen Ideen zu erreichen. Also da wird sehr, sehr viel Erwartung reingelegt in diese Methode, schleichend und niedrigschwellig, heimlich fast, rechtes Gedankengut so ein bisschen popkulturell einzuführen. Zu guter Letzt hat die Rechte natürlich das Problem und die Schwäche, dass die Gesellschaft anderer Meinung ist. Wir haben hier immer noch mit einer radikalen Minderheit zu tun und das bedeutet eine erschwerte Einflussnahme gegenüber einer Gesellschaft, die dezidiert anderer Meinung ist. Genau, das nächste Thema wäre der Infokrieg und dazu habt ihr auch schon einen sehr guten Vortrag gehört von André Vogelgesang, der das Thema Let's Play Infokrieg vorgestellt hat. Das heißt, ich werde hier nicht noch im Detail nochmal reingehen, aber das Thema der Vollständigkeit halber mit vorstellen. Die neue Rechte sieht sich im Infokrieg und da geht es um die Deutungshoheit im digitalen Diskurs. Wir haben schon verstanden, sie glauben, wer den digitalen Diskurs dominiert, der kann letztlich Politik gestalten. Darum geht es. Verwendet wird hier unter anderem Hassrede in Massen, Fake News, alternative Quellen sozusagen. Und solche Dinge. Und es gibt ganze Netzwerke, die sich politisch motiviert nur damit beschäftigen. Oben rechts haben wir hier ein Beispiel vom Reconquista Germanica Server, der sich mittlerweile offiziell aufgelöst hat, nachdem der Verfassungsschutz eben auf den Fersen ist. Es gibt aber andere Netzwerke auch. Außerdem ist in Frage zu stellen, inwiefern die jetzt wirklich ihre Aktivitäten eingestellt haben. Denn die waren wirklich massiv in Richtung AfD-Unterstützung unterwegs, wie man hier sieht.
Zum einen wird die eigene Weltsicht massenweise in den digitalen Diskurs gespült. Das können einfache Postings sein, das können Videos sein, Memes. Ganz viel gearbeitet wird auch mit unseriösen Nachrichtenseiten, also Fake News sozusagen, Falschmeldungen. Und die fallen an der Stelle auf fruchtbaren Boden, wo sich die allgemeine rechte Bewegung seit Jahren daran abarbeitet, die Presse, also die tatsächliche seriöse Presse, als Lügenpresse darzustellen, um deren Autorität im Diskurs zu untergraben. Denn wenn ich als rechtes Netzwerk menschenverachtende Dinge tue, sage und verbreite und Falschmeldungen verbreite und mich unseriös verhalte, dann ist es in der Regel die Presse, die mir da Probleme bereitet, indem sie darüber berichtet, denn es ist die Aufgabe der Presse. Deshalb wird sie angegriffen. Und was dabei entsteht, wenn das funktioniert, ist ein Vakuum in den Köpfen der Leute, die sagen, naja, vielleicht gibt es ja objektive Fakten gar nicht. Und wenn man denen nicht glauben kann, wem denn dann? Dann kann entweder jemand sagen, ja, den musst du nicht mehr glauben, aber glaub doch mir mit meinem Blog, ich erkläre dir jetzt mal die Welt und zufällig ist die rechtsextrem. Oder man löst den Glauben an eine objektive Wahrheit gleich ganz auf und dann kann man generell alles erzählen. Das ist so ein bisschen das, was da dahinter steckt, weshalb das grassiert. Zum anderen wird, wie gesagt, Hate Speech verwendet und das zahlt direkt auf den Diskurs ein, denn wenn massenweise Leute teilweise dann noch mit Sockenpuppen-Accounts reingehen und Hass in die Kommentarspalten blasen, Leute beleidigen, bedrohen, doxen, die anderer Meinung sind, dann verdrängen sie damit Andersdenkende aus dem Diskurs und die, die verbleiben, sind eben diejenigen, die die Hassrede verwenden. Einfach gesagt. Das heißt, wir haben es mit einer Bewegung zu tun, dass sich gemäßigte Leute immer mehr zurückziehen und der Diskurs, der verbleibt, radikalisiert sich immer weiter. Dadurch lassen sich deren Meinungen, Haltungen, politische Ansichten normalisieren, Hemmungen fallen. Wir hatten da eben schon drüber gesprochen. Andere steigen mit ein in diese Art des Diskurses und die Abwertung bestimmter Menschengruppen, die da transportiert wird. Und jedenfalls wird dieses Gedankengut normalisiert und bereitet eben schon vor, dass man diese Normalisierung vielleicht auch in der Wahlkabine umsetzt. Es entsteht jedenfalls die Suggestion einer Mehrheitsmeinung, die einen gewissen Sog auf auch stille Leser ausübt. Denn wenn ich den Eindruck habe, alle Menschen um mich herum sind einer bestimmten Meinung, dann wird mich das beeinflussen, auch in meiner Meinung. Wir wissen auch, dass 77% der Hassrede von rechts kommen. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese Methodik systematisch instrumentalisiert wird und das auch weiterhin getan wird, obwohl wir mittlerweile mehrere rechtsextreme Gewalttaten bis Terroranschläge hatten. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass das im Mindestmaß belegend in Kauf genommen wird und im Extremmaß möglicherweise so genauso gewünscht ist. Wir kommen zum Fazit. Was bedeutet das denn jetzt für uns? Einfach gesagt haben wir jetzt von 5 mehr oder weniger Schwächen des rechten Netzwerks erfahren. Wir wissen, dass die neue Rechte eine laute Minderheit ist, die versucht, größer auszusehen, als sie wirklich ist. Wir wissen, dass das Gedankengut das gleiche ist wie bei Altnazis und Neonazis und es nur hübsch verpackt wird, weil man halt weiß, naja, das kommt nicht so gut an, ne? Die Manipulation des Diskurses ist die zentrale Strategie, um handfeste politische Gestaltungsmacht zu erlangen. Das darf nicht unterschätzt werden. Es ist nicht einfach nur Gerede und es ist auch nicht einfach nur der Diskurs im Internet. Es spielt eine große Rolle. Wichtig ist auch zu sehen, dass die AfD ganz explizit eine aktive Rolle spielen soll. Sie soll der parlamentarische Arm der Szene sein, die Fakten in der Gesellschaft schafft und die Gesellschaft nach rechten Vorstellungen umgestaltet. Und für uns besonders wichtig, die digitale Strategie der neuen Rechten geht nur auf, wenn wir alle mitspielen. Und das ist der wichtige Punkt, denn die ganzen vorgestellten Maßnahmen und Taktiken haben als Dreh- und Angelpunkt den Aspekt drin, dass wir alle unsere Rolle spielen, die für uns vorgesehen ist. Das wiederum stellt uns natürlich in eine sehr komfortable Position, einfach auszusteigen aus dem Spiel, in dem man gerne hätte, dass wir mitspielen. Denn dann ist das Spiel vorbei. Wie machen wir das? Hier ein paar Vorschläge. Wir sollten Hassrede nicht ignorieren. Wir sollten digitale Straftaten melden, damit sie zur Anzeige gebracht werden. Und wir sollten Opfer unterstützen. Bezüglich Provokation sollten wir darauf achten, nicht selber in die Falle zu tappen. Das ist ein Lernprozess und das ist vielschichtig, aber wir sollten uns da auf den Weg begeben, jeder für sich.
Shitstorms sollten wir kritisch betrachten und auf Plausibilität prüfen, bevor wir impulsiv darauf reagieren. Das geht jetzt vor allem in Richtung Medien. Ich denke da an das Phänomen Umweltsau, das das sehr, sehr drastisch gezeigt hat, wozu das führen kann, wenn man es nicht tut. Wir sollten versuchen, Menschen in verachtenden Content zu erkennen und zu entlarven und dagegen zu halten, wo auch immer wir das hinbekommen. Und der letzte Punkt ist, Wissen über Manipulationstechniken zu haben und zu teilen. Und auf diesen Punkt zahlt auch der heutige Vortrag ein. Dieser Punkt ist zentral, denn das Schöne an der Manipulation ist, dass wenn wir merken, dass jemand versucht, uns zu manipulieren, etwas Bestimmtes zu tun, wir in aller Regel in einen automatischen Trotz verfallen und dann genau das Gegenteil wollen. Das nennt man Reaktanz. Man kann das beobachten, wenn jemand versucht, uns hartnäckig irgendwas zu verkaufen oder uns einzuschränken, dann wollen wir in der Regel das Gegenteil auf gar keinen Fall dem seinen Willen geben. Und diesen Effekt können wir nutzen. Das heißt, wenn wir Leute darüber informieren, dass wir hier alle manipuliert werden sollen und vor allem in welche Richtung das gehen soll, dass das menschenverachtendem, rassistischen, antidemokratischen, gewalttätigen Gedankengut helfen soll, dass wir unsere Rolle spielen, dann teilen wir denen das doch einfach mit und dann steigen wir alle aus dem Spiel. Und das würde ich mir wünschen für uns alle. Und damit darf ich mich bedanken und bin gespannt auf eure Fragen. Gut. Dann gehe ich jetzt aufs Bett und warte auf dein Zeichen. Ja. Ja. Ich fange an, Lea. Ja, gerne. Ja. Ja, hallo. Das war sehr bedrückend teilweise. Moment mal, ich muss mal umschalten. Einerseits weiß man das ja alles. Andererseits, wenn man es dann so zusammengestellt und präzise, konziser zusammengeführt sieht, dann lässt das einem schon die Schauer den Rücken runterlaufen. Gut, da kommt gleich doch die erste Frage. Lea, du hörst mich? Ja, wunderbar. Ist das alles eine spezifische deutsche Strategie oder findet sich das auch in anderen Ländern oder ist es sogar international abgestimmt? Ja, also Kurzfassung, es ist keine spezifische deutsche Strategie. Wir können davon ausgehen, dass das vor allem im US-amerikanischen Raum sehr stark angefangen hat, als die ursprünglich unpolitische Trollkultur sich mit Inhalten der Alt-Right verbunden hat. Da ist vor allem Gamergate als Stichwort von 2014 sehr wichtig. Also da hat das so angefangen, dass man im politischen Spektrum, im rechten Spektrum gemerkt hat, dass man die Mechanismen des digitalen Diskurses für die eigenen Zwecke instrumentalisieren kann. Also nein, es ist dezidiert kein rein deutsches Phänomen. Es ist eher so, dass man sich auch international sehr stark vernetzt, voneinander lernt und sich Dinge abschaut, die woanders funktioniert haben. Nächste Frage. Ich höre hinter mir den sehr versetzt, den Übersetzer, aber fange mit der nächsten Frage an. Würdest du die Verbindung zwischen Neuer Rechten und der AfD mit der Organisation der IAA vergleichen wollen? Beziehungsweise könnte es sich dorthin entwickeln? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich denke, der Vergleich zur IAA ist ein sehr starker, vielleicht ein bisschen zu extremer Vergleich. Die IAA als explizite Terrororganisation ist vielleicht noch ein zu starker Kontrast. Die AfD achtet schon, soweit wir das beobachten können, sehr darauf, das Deckmäntelchen noch sehr dick zu halten. Wir wissen, dass mittlerweile ja der Flügel auch offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Danach auch nochmal zum Beispiel eine Ansage kam, auch die Sprache zurückzufahren. Man ist sich da sehr bewusst, dass man auf einer Grenzlinie balanciert. Ich würde die AfD nicht mit der IAA vergleichen. Die achten schon sehr drauf, dass sie versuchen, mit demokratischen Mitteln zur Gestaltungsmacht zu kommen. Das, was danach kommen soll, sieht allerdings nicht mehr so demokratisch aus. Nächste Frage, ist die Provokation nicht auch ein Stilmittel der aktivistischen Linken? Das kann man durchaus so sagen. Es ist so, dass die Neue Rechte ganz explizit sich angeschaut hat, was
Was haben denn erfolgreiche Gruppen bisher so gemacht, die aktivistisch um Aufmerksamkeit gebuhlt haben? Da haben sie sich ganz aktiv bedient bei linken oder von ihnen als link gesehenen Organisationen. Also das, was die rechtsextreme identitäre Bewegung zum Beispiel tut, ist ganz deutlich inspiriert von Aktionen von Greenpeace zum Beispiel. Allein die Übernahme des Konzepts der kulturellen Hegemonie ist von einem linken Denker übernommen. Also man nimmt ganz oft Konzepte und Vorgehensweisen aus dem linken Bereich und reichert den mit dem eigenen Gedankengut an. Das geht so weit, dass man auch Sprache umdreht, ne? Also allein, dass man jetzt vom Establishment spricht, dass man versucht, von Linksfaschismus zu sprechen. Also man nimmt die Dinge, die gegen einen selbst verwendet werden und die erfolgreich verwendet werden, dreht die um und stellt die Gegenseite oft vor eine große Herausforderung damit, wie man denn dann damit umgeht. Okay, irgendwie hat ja mit dem Pad die Fragen gelöscht, alle auf einmal. Ich kann mich auch noch an eine erinnern, ist Jan Böhmermann, ist ein bisschen off-topic, ist Jan Böhmermann bei euch noch dabei oder mit euch verbandelt in irgendeiner Weise? Also wir agieren selbstständig an der Stelle. Ich habe es am Anfang nicht dazu gesagt, die Reconquista Internet, also die Organisation, für die ich heute hier bin, ist gegründet worden in der Fernsehsendung von Jan Böhmermann. Daher kommt diese Frage relativ oft. Wir agieren selbstständig mittlerweile, wir stehen sporadisch im Kontakt, aber er ist jetzt nicht verantwortlich für das, was wir tun. Hat es medienpsychologische Studien betrieben und wenn ja, welche, um den Begriff des Emo-Krieges ein bisschen wissenschaftlich auszupolstern? Mir wären bisher keine bekannt. Also wir haben den Begriff aufgegriffen, weil der Co-Leiter der rechtsextremen identitären Bewegung, Martin Sellner, das aufgreift und beschreibt, das ist das, was sie darunter verstehen, was sie da tun. Mir sind jetzt da noch keine Studien bekannt. Es ist generell in unserem Feld so, also ich habe den Eindruck, dass kommt so nach und nach. Also erstmal ist es so, dass die Gesellschaft langsam feststellt, okay, wir haben da vielleicht wirklich ein Problem und dann kommen nach und nach auch die Studien, sodass man das auch nochmal wissenschaftlich fundieren kann. Das hier ist heute ein aufgreifendes Thema, weil die Rechte selber drüber spricht, was sie da tut und eben diesem Vorgehen eben diesen Titel dann gibt. Das spielt gleich zur nächsten Frage. Entschuldigung. Wie führt man gar nicht? Aber ja, wie führt man einen demokratischen digitalen Diskurs mit Rechten? Das ist eine interessante Frage, die kommt ja auch immer wieder vor. Wir hatten ja auch vor ein paar Jahren ein Buch, das hieß Mit Rechten reden und da ging es auch hoch her. Auch im PET wurde ja hier auch schon eifrig diskutiert dazu. Ich würde sagen, es gibt Abstufungen in der Intensität dieses Weltbildes. Es gibt Leute, die erreiche ich nicht mehr, wenn sie ein abgeschlossenes, festes, rechtsextremes Weltbild haben, dann müsste ich so viel Energie daran investieren, mit denen zu sprechen, hätte so eine niedrige Wahrscheinlichkeit darauf, dass man sie auch nur erreicht, dass ich das nicht empfehlen würde. Aber wir reden hier nicht von einem schwarz-weißen Spektrum, sondern wir reden auch von der Kategorie sozusagen der besorgten Bürger. Also Leute, die vielleicht geneigt sind, damit zu sympathisieren, die vielleicht geneigt sind, durch eine der heute angesprochenen Maßnahmen oder Strategien sich einfangen zu lassen und sich das vielleicht mal anzuhören. Das sind Leute, da würde ich schon sagen, da kann man auch noch ins Gespräch kommen. Ja, es ist ein Spektrum. Und bei den Graustufen würde ich sagen, auf jeden Fall noch in Kontakt treten, denn ich würde nicht empfehlen, dass sich jeder jetzt so in seine eigene Blase zurückzieht. Wir haben das vor ein paar Jahren gesehen, dass dann alle gesagt haben, ja, wenn jemand auf Facebook das und das postet, dann lösche ich den und dann ist der weg. Dann kocht er aber weiter in seinem eigenen Saft und dann findet kein Austausch mehr statt und ich kann auch nicht meine Perspektive mehr anbieten, die ihn vielleicht zum Denken nachbringen würde. Die ihn vielleicht zum Nachdenken bringen würde. Und da würde ich also unterscheiden, mit wem habe ich es zu tun und gehe ich davon aus, dass er mir wirklich zuhört, wenn ich mit ihm spreche oder ist allein das Zustandekommen eines Gesprächs schon das Erfüllen einer Taktik, die da hinten dran liegt. Das ist im Einzelfall nicht immer so einfach festzustellen. Ja, wir kommen langsam zum Ende, denn ein bisschen Zeit brauchen wir auch, um hier umzuschalten. Ja. Aber da habe ich noch eine sehr interessante Frage. Und ich habe dazu auch meine eigene Meinung, die sage ich gleich dazu. Ja. Nämlich, die Frage ist, wie kommt es, dass wir, und davon gehe ich aus, also sagt der Fragesteller, im Wesentlichen Konsens darüber haben, dass AfD und Co. verachtenswerte Leute sind, obwohl uns prima doch vereint, dass wir irgendwas mit Computern machen. Da wollte ich anmerken,
dass wir in unserer eigenen Suppe natürlich auch kochen, in unserer eigenen Blase. Und nur in Deutschland und letztlich in Österreich ist die IT-Blase so links. Das ist sie in Holland zum Beispiel oder in den USA überhaupt nicht. Ja, Lea, go ahead. Ja, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so gut beantworten kann. Das ist, glaube ich, eine Frage danach, warum ein solcher Vortrag hier in dem Rahmen gezeigt wird, oder? Also so hätte ich die Frage jetzt verstanden. So ein bisschen ich weiß auch, ja, gar nicht, ob das Zeigen des Vortrags bedeutet, dass sich alle in diesem Konsens bewegen, ehrlich gesagt. Ich denke, dass es gut ins Programm passt, weil es im weitesten Sinne um IT-Themen geht, um aktuelle politische Themen geht und weil gewisse IT-Dinge im weitesten Sinne Social Media und unsere Nutzung davon verwendet werden, um politische Tatsachen zu schaffen. Also ich muss dazu sagen, in der Wiener CCC hat eine Unvereinbarkeitserklärung, wenn du bei der FPÖ Mitglied bist, kannst du bei uns nicht Mitglied sein. Ja, ich finde, das ist eine ziemlich eindeutige Ansage. Mhm. Und wenn man so sehen will, ist der CCC in den Räumen der Taz am Tisch der Kommune 1 gegründet worden. Also was soll er sonst sein? Aber das nur so, geschichtlich. Das prägt natürlich. Die letzte Frage, denn es ist schon 5 Minuten vor. Ja. Hat man oder habt ihr recherchieren können, wie die Causa Umwelt so organisiert wurde und wie hätten wir damit umgehen sollen? Ja. Wir haben das nicht selber recherchiert, wir haben das aber sehr aufmerksam beobachtet, weil das ja so, man erinnert sich zum Jahreswechsel rund um Weihnachten herum, ziemlich hochgekocht ist. Und das war auch ein Anlass für uns nochmal genauer hinzuschauen, was passiert da hinten dran, weil das einfach sehr, sehr prägnant war. Es gab zwei verschiedene Datenanalystenteams, die zum selben Schluss gekommen sind. Ich glaube einmal vom Spiegel und jetzt... bevor ich jetzt rate, also es gab zwei Teams, das kann man auch nochmal nachrecherchieren, die sich das angeschaut haben und es war wohl so, dass das anfangs sehr wenige Leute erreicht hat und dann über verschiedene größere Accounts im rechten Bereich gestreut wurde. Es gab wohl auch Hinweise darauf, dass da sogar Reichweite bezahlt wurde. Also es gibt ganz verschiedene Ansatzpunkte zu sagen, okay, da wurde einfach an verschiedenen Punkten Reichweite aktiv reingegeben und das wirklich mit einer Lupe vergrößert. Und ich habe das ja eben auch im Vortrag schon angesprochen. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn wir ja wissen, dass solche Phänomene unter Umständen verwendet werden, um Veränderungen zu erzwingen, in dem Fall das Verhalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erzwingen, dann können wir nicht mehr so wie bisher einfach davon ausgehen, um Gottes Willen, da ist jetzt eine große Empörungswelle, das muss bedeuten, ganz viele Leute sind sauer, das muss bedeuten, ich habe was falsch gemacht und das muss bedeuten, ich muss zurückrudern. Also diese Kette müssen wir unterbrechen. Ich habe jedes Verständnis dafür, dass man da erstmal sich erschrickt und emotional ist und schnell in Aktionismus verfällt, aber genau da passiert der Fehler, weil wenn wir dann, wie in dem Fall passiert, paar Tage später feststellen, okay, das war kein authentisches Abbild für echten Outrage und dann aber ein öffentlich-rechtlicher Sender sich öffentlich zum Kniefall bewegen lässt von einem vor allem von rechtsextremen Kreisen gepushten Medienphänomen, dann jubiliert natürlich die Szene und sagt, guck mal, was wir in unserer kleinen Gruppe geschafft haben, der WDR ist eingeknickt vor uns und das vor aller Augen. Es gab Demos vorm Gebäude und was nicht alles. Da wurden Morddrohungen ausgesprochen, das ist ja alles, da steht nichts mehr im Verhältnis zueinander. Das heißt, ich würde dafür plädieren, wirklich vorsichtig zu sein, wie schnell man Shitstorms und solche Dinge interpretiert und wie schnell man daraus Handlungen ableitet. Weil in dem Fall hätte das nicht handlungsleitend sein dürfen. Und das wäre schön, wenn wir da gerade im Medienbereich daraus lernen. Okay, damit muss ich jetzt leider abschließen, denn wir haben schon 2 Minuten vor Schluss vom nächsten. Der nächste Thema, jetzt bedanke ich mich mal ganz, wir geben dir mit den Wirteln einen tollen Applaus, Lea, und fanden dich ganz, ganz super. Du hast auch noch im Band einen Haufen Kommentare zu deinem Vortrag, die sind alle sehr positiv. Wunderbar. Bald bedanken wir uns nochmal ganz schön.